Und jetzt ist er bei mir, der Moneymaker oder auch im echten Leben Alexander Rüdiger. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Herzlich zum willkommen. Zum letzten Mal. So, ist es. Sind wir ja alle traurig, oder? Kommenden Sonntag. Jetzt schon traurig? Nein, in keinster Weise. Weil man muss ja dazu sagen, es werden ja 56 Tage hintereinander durchgearbeitet. Also es gibt ja wirklich keinen einzigen Tag, wo Pause ist. Ich bin da immer so sentimental, wenn etwas zu Ende geht. Natürlich, ja, selbstverständlich. Moneymaker ist natürlich so, also hat man im Kopf so eine Marke, irgendwie Kultstatus, oder? Ist es. Und das Spannende ist ja, da ist die Sendung 24 Jahre gegeben hat oder noch gibt, hat es natürlich verschiedenste Generationen mitgenommen. Das ist herrlich, wenn jetzt schon Erwachsene zu mir kommen und sagen, mein Gott, ich habe das als Kind gesehen. Also das ist schon ein sehr angenehmes, tolles Gefühl. Und 24 Jahre lang hat es ihn gegeben. Sie haben da viele, viele Jahre daran und mit dem Moneymaker gearbeitet, ihn verkörpert. Hat es da besondere Tricks gegeben, wie man besonders... Selbstverständlich. Ja, also die berühmte Schlusspose. Ich gebe den Ball zurück. Wie sollte die ausschauen? So, naja, ja. Also das ist einmal keine Bestnote, weil weiß die Hand... Nein, überhaupt nicht. Das müsste viel, viel weiter hinauf. Genau, die Damen sind da natürlich ein bisschen im Vorteil. Und da würde jetzt alles durchfallen. Also das heißt, man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Gibt es auch ganz spannende Geschichten, wie das geschehen ist? Es gibt einen, der hat das gemacht. Ich kann wieder normal hinstellen jetzt. Ja. Einen, der hat das gemacht. Das waren ungefähr 1500. Ja, alles weg. Der hat sich besonders vorbereitet, oder? Ja, ein Burgenländer, zum Beispiel, es hat viele gegeben, aber ein Burgenländer aus Jolz hat auf seinem Schiff, das im Garten stehen gehabt hat, einen Kobel gebaut. Da hat er dann eine Maschine, also eine Turbine mit integriert und hat seine Gattin, dessen Fahrrad oben auf dem Boot gewesen ist, draufgesetzt, die musste treten, damit ist dieser Motor irgendwie instand gesetzt worden und er ist in dem Kobel gewesen und dann ist echtes Geld drin gewesen und der musste es fangen. Gott, also so haben die trainiert, aber es gibt viele, viele andere tolle Geschichten. So viel Ehrgeiz gehört ja fast belohnt. Ja, ist es fast auch. Noch eine Belohnung ist auch gut. Und der hat dann noch im Lotto gewonnen? Nein, oder? Das ist definitiv ein ganz anderer. Das ist der Sieger aus der Steiermark. Die Geschichte ist... Der hat sich besonders angestrengt, oder? Oh, ja. Okay. Also das Tolle ist, also da hat wahrscheinlich die höhere Kraft mitgespielt. Er hat auf einer Autobahnraststation eine Schachtel gefunden mit rostigen Hufeisen. Ich glaube, es waren 37. Damit ist er nach Mariazell gefahren, hat die weinen lassen. Und dann ist die Siegergeschichte, die Gewinnergeschichte losgegangen. Also er war insgesamt 17 Mal bei mir, hat im Lotto gewonnen. Und diejenigen, die das Hufeisen dann bekommen haben, haben auch gewonnen. Ich muss dazu sagen, ich war auch dabei. Ich habe das Hufeisen bekommen und ein Jahr später war ich selber Kandidat in meiner Show. Großartig. Auch ein bisschen, das gehört ja belohnt. So viel, das muss natürlich auch von dem da oben. Der spielt ein bisschen mit, ja. Belohnt werden. Jetzt ist es vorbei und wenn die letzten Tränen verdrückt sein werden am Sonntag, ja. Was ist dann am Montag mit dem Alexander Rüdiger? Also am Montag freut er sich einmal, dass er einen freien Tag hat, nach dem ganzen Sommer, dann Zeit mit seinem Sohn verbringen kann. Man muss sich ja vorstellen, es war ja insgesamt 15, er ist jetzt 15, wir haben keinen einzigen Sommerurlaub gehabt. Mhm. Also das ist schon mal ein schlimm Thema. Naja, so schlimm, also macht auch geht Spaß. Auch, genau. Und dann gibt es am 17. Oktober im Stift Melk, da werde ich mein Buch präsentieren, wo all diese heiteren Geschichten drin sind. Dann sind noch Geschichten drinnen, die so ein bisschen Backstage sind und das Laufen und das Pilgern. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und in der Vorbereitung. Alexander Rüdiger wird präsent bleiben. Ja, das hoffe ich sehr, weil es macht unfassbar viel Spaß. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank ebenfalls.